Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der UI-Kanal. Mein Name ist Gunnar und wie ihr schon sehen könnt, habe ich für euch mal wieder Kinderino mitgebracht. Und ihr wisst schon Bescheid, wenn man Kinderino aufmacht, da wird was drinne sein. Genau, wir haben hier nämlich jede Menge Überraschungseier in Kinderino. Und das sind nämlich genau 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Genau, 5 Überraschungseier. Ja, ich packe Kinderino einfach mal hier beiseite. Der schaut uns jetzt nämlich zu, wenn ich gemeinsam mit euch jetzt diese Überraschungseier einfach mal aufmache. Und ich bin schon gespannt, was sich hier drinnen so versteckt. Also los geht's. Das ist unser erstes von den 5 Überraschungseiern. Mal schauen, was hier wohl drinnen sein wird. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Sonderedition ist. Da wird ganz normales Spielzeug drinnen sein, aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Also los geht's. Wir schauen einfach mal nach. Okay, das sieht schon mal sehr interessant aus. Ja, das sieht aus, als wäre es etwas Blaues. Ist definitiv blau. Und ich glaube, es ist ein kleiner Drache, oder? Ist das ein Drache oder ein Dinosaurier? Interessant. Ja, hier links, diese blaue Figur. Könnte ein Drache sein, könnte ein Dinosaurier sein. Ist aber gar nicht so schlimm, was das genau ist. Wir stecken das einfach mal zusammen. Das sind nämlich, ja, ich sag mal so verschiedene Scheiben, die man hier so aufeinander stecken muss. So, das, ja, ich muss mal schauen, in welcher Reihenfolge diese Scheiben hier übereinander gesteckt werden. Ich glaube, das kommt hier hin. Dann gibt es ein weiteres Teil, was jetzt noch hier drauf kommt. Und dann haben wir noch ein weiteres Teil und dann kommt auch schon der Kopf oben drauf. Genau, der kommt hier oben drauf. Und so sieht das Ganze dann aus. Also definitiv ein blauer Drache. Oder ein blauer Dinosaurier. Was meint ihr? Ist es ein Dino oder ist es ein Drache? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich denke, dass es ein Drache sein soll, aber so ganz sicher bin ich mir da nicht. Lasst es mich wissen, was eure Meinung ist. Und in der Zwischenzeit packe ich für euch jetzt schon mal das zweite Ü-Ei, das zweite Überraschungsei aus. Ja, Schokolade kommt beiseite. Die hebe ich mir natürlich wie immer für später auf. Und ja, schaut mal, das ist das zweite Spielzeug für heute. Das ist kein Dinosaurier, das ist kein Drache, nein, das ist was ganz anderes. Das sieht doch aus, als wäre es ein kleiner orangener Roboter. Genau, den kennen wir schon aus anderen Videos, den kennen wir aus anderen Überraschungseiern. Ein kleiner orangener Roboter, den gibt es auch in anderen Farben, grün, rot und natürlich auch noch lila. Wir haben orange bekommen, also 4 verschiedene Farben. Und was ihr bestimmt auch noch wisst, ist, dass man hier die Gesichter so aufkleben kann. Ich nehme da mal gerne diesen Aufkleber in Orange. Der passt nämlich gut zu den orangenen Roboter. Ja, ich weiß, man hätte auch eine andere Farbe nehmen können, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, dann wird der Körper noch hier unten zusammengesteckt. Sollte auch ganz einfach sein. Und dann kommt da noch irgendwie der Kopf drauf. Ich steck den einfach mal hier so drauf. Ja, ich weiß, ich mache da mal was falsch, aber ist auch gar nicht so schlimm. Sieht auf jeden Fall megamäßig interessant, megamäßig cool aus, oder? Also, tolle kleine Figur. Ich packe diese Figur jetzt einfach mal hier hinter zu den Drachen, denn wir haben noch 3 weitere Überraschungseier. Das sind ja insgesamt 5 Stück für heute und das sind schon jede Menge. Also, dann mal los. Drückt mir die Daumen, dass vielleicht doch irgendwie eine kleine Figur hier noch drin ist. Oder vielleicht ein kleines Auto oder sowas. Wäre auch nicht schlecht. Nein, das ist doch tatsächlich eine Figur, die wir aus einem Film kennen. Da bin ich mir noch nicht sicher, aber ich glaube, das ist eine Figur aus Kung Fu Panda. Ihr habt den Film vielleicht gesehen, Kung Fu Panda 3. Genau, das ist Kai aus dem Film Kung Fu Panda 3. Jeder von euch, der den Film gesehen hat, der kennt die Figur. Das sind also die verschiedenen Kung Fu Panda Figuren, die man hier in diesen Überraschungseiern so finden kann. Und wir haben Kai. So, Kai muss noch ganz schnell zusammengesteckt und zusammengebaut werden. Aber das sollte auch gar kein Problem sein. Das sind wir ja schon geübt. So. Und jetzt kommt hier noch das letzte Teil dran. Und das ist unsere Figur aus dem Film Kung Fu Panda 3. Ja, toll ist, dass auch der Körper sich, der Oberkörper so bewegen kann. Kann man hier so einen herdrehen, aber ich drehe mal die ganze Figur, dass ihr das von allen Seiten gut sehen könnt. Ja, auf jeden Fall eine tolle Sache. Aber was noch viel, viel besser ist, ist, dass wir noch 2 weitere Überraschungseier haben, denn wir haben ja, wie gesagt, insgesamt 5 Stück für heute.
Und wir machen weiter mit diesem Kinderüberraschungsei. Also los geht's. Wir schauen einfach mal nach, was sich hier drinnen verbirgt. Vielleicht kriegen wir nochmal so eine Kung-Fu-Panda-Figur, vielleicht aber auch irgendwie eine ganz andere Figur. Ich hatte da einfach mal so Überraschungseier zusammengewürfelt und ich weiß gar nicht mehr, wie gesagt, ob das irgendwelche Sonderserien waren. Scheinbar sind Kung-Fu-Überraschungseier dabei. Ja, das sieht nicht aus wie ein Kung-Fu-Panda. Nein, das sieht aus wie eine kleine Wasserpistole, oder? Ja, das sieht aus wie ein kleines Raumschiff, ein UFO, was aber auch als Wasserpistole funktioniert. Kann man also vorne Wasser reinziehen und dann hinten drauf drücken, kommt Wasser von raus. Gibt es in 4 verschiedenen Farben. Und ja, wir haben die grüne Variante bekommen. Ich glaube, das Ganze hatten wir schon mal in Blau gehabt. Aber das ist schon eine Weile her, da bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Ist auch nicht so schlimm. Ich baue das Ganze mal zusammen. Das ist also der graue Kern. Das ist die eigentliche Wasserpistole. Und drumherum kommt dann so eine grüne Hülle, die das Ganze so ein bisschen wie ein Raumschiff aussehen lässt. Ja, und wenn man hier hinten dran zieht, kann man Wasser reinziehen vorne sozusagen. Und wenn man dann drauf drückt, spritzt das Wasser dann auch noch vorne raus. Also das perfekte Spielzeug für die Badewanne. Ja, wer von euch hat eigentlich eine Wasserpistole zu Hause? Vielleicht eine, die sogar ein bisschen größer ist als die kleine hier aus dem Überraschungsei. Das könnt ihr mir mal auch in die Kommentare unten schreiben, denn ich möchte mal wissen, was ihr für Wasserpistolen so zu Hause habt. Also lasst mich das ruhig mal wissen, wenn ihr wollt. Und in der Zwischenzeit mache ich die Schokolade vom 5. und letzten Überraschungsei für heute auch schon mal wieder ab. Und das ist das 5. und letzte Spielzeug für heute. Und da ist was Grünes drin. Ich dachte im ersten Moment, es wäre schon wieder so ein UFO-Wasserpistolen-Ding, aber das ist was anderes. Ich glaube, wir haben wieder einen Roboter bekommen. Genau, einen kleinen Roboter, diesmal in Grün. Sowas hatten wir eben schon mal in Orange gehabt, aber in Grün ist das auch nicht schlecht. Genau, hier sind nochmal die 4 verschiedenen Farben abgebildet. Und ja, welches Gesicht nehmen wir denn jetzt mal? Wie gesagt, es gibt ja so Aufkleber, die man draufkleben kann. Ja, auch wenn es ein grüner Roboter ist, so nehme ich trotzdem mal ein orangenes Gesicht. Ihr wisst ja, Orange ist eine ziemlich coole Farbe, wie ich finde. Und auch den bauen wir noch ganz, ganz super schnell zusammen. Aber mit eurer Hilfe ist das auch gar kein Problem. So, das ist unser grüner Roboter und das ist der orangene Roboter. Und dann haben wir noch den Drachen oder Dinosaurier, was auch immer das ist. Und natürlich Kai von Kung Fu Panda. Ich glaube, Kai ist übrigens mein Lieblingsspielzeug für heute. Was ist euer Lieblingsspielzeug? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, den UI-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns hier das nächste Mal alle gemeinsam wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindbags und Spielzeug auspacken.